Welcome all of you. I'm Father Sabi Shoigu from the House of Dialogue. That's the House of Dialogue. We started to organize this event with a good old friend last summer, and it's a blessing that we could finish the first year with, and hopefully coming decades are before us. Most of you know what's going on here, so I do not want to be long, just to say welcome. I am very happy that this event takes place now here, and I am sure that there will be some very important messages from Rome to the whole world, to the whole ecumenical world, to the whole Christian world. Thank you. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Keleti Teológia Bizánci Lelkiség sorozatnak idei utolsó előadásán. És kiemelt szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kurt Koch bíboros urat, aki elfogadta a meghívásunkat, és a magyarországi előadók sorában az utolsó előadást ő fogja tartani, a keleti és a nyugati kereszténység kapcsolata címmel. Hadd mondjam el, hogy már tegnap is együtt voltunk Pannonhalmán, ahol egy nagyszerű konferenciának és egy csodálatos imádságos napnak voltunk a részesei. Szeretettel köszöntöm Cyril főpát urat szintén, és Atanász püspök úr atyát is, aki szintén itt van velünk, és Konrád atyát is, aki a konferencia szervezője volt Pannonhalmán. És el kell, hogy mondjam itt most a nagyvilág előtt, hogy én Fidél atyát is szeretettel köszöntöm még ennek a Pannonhalmiak. És tegnap a konferencia előadásai, és különösen is a gyönyörű, szép ökumenikus vesperás, és akkor elhangzott bíboros úr által megtartott prédikáció alatt én megtértem az ökumené felé, és nagyon nagy jelentőségű számomra ez a nap, amit tegnap átélhettem, és amelyet bíboros úr jelenléte koronázott meg. És nagyon örülünk annak, hogy a mi görögadős egyházunk szervezésében is elfogadta a meghívást, és a tegnap hallott előadások után nagy reménységgel tekintek arra, hogy hozzánk, keleti katolikusokhoz milyen buzdító szavai lesznek az egység megvalósítása érdekében, mi az, amit tudnunk, látnunk kell, és mi az, amit tennünk kell az egység megvalósításáért. Atanász atya közben fordította: alors je simplement vous salue, merci bien votre présence, après le prière chantée, je vous donne la parole et nous écoutons son éminence. Kezdjük imádsággal a esténket. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak volt feje, és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden az
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Bíboros úr német nyelven fogja tartani az előadást, amelyet kivetítőn keresztül lehet követni itt a teremben is és a világhálón keresztül is. A végén világhálón keresztül követőknek nem tudunk most lehetőséget adni a kérdések feltevésére, úgyhogy az itteniek majd megfogalmazhatják a kérdéseket. Je vous donne la parole. Eminenz, Exzellenzen, verehrter Erzabt, Herr Direktor, liebe Schwestern und Brüder. Im Laufe der 2000-jährigen Geschichte der Christenheit müssen wir viele und verschiedene Spaltungen konstatieren. Man kann aber zwei Grundtypen von Spaltungen unterscheiden, nämlich auf der einen Seite die ersten Spaltungen im Orient im 15. Jahrhundert und das große Schisma in der Kirche zwischen Ost und West im 11. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite die Spaltungen in der Westkirche im 16. Jahrhundert. Die Überwindung dieser Spaltungen muss in verschiedenen und spezifischen ökumenischen Dialogen erfolgen. Man kann und muss sie voneinander unterscheiden, man darf sie aber nicht voneinander scheiden. Denn das ökumenische Bemühen um die Wiederherstellung der Einheit der Kirche ist unteilbar. In diesem Sinn spricht das Zweite Vatikanische Konzil in seinem Dekret über den Ökumenismus Unitatis Red Integratio von zwei besonderen Kategorien von Spaltungen, durch die der nahtlose Leibrock Christi getroffen wurde, und führt dann aus: Die ersten dieser Spaltungen geschahen im Orient, und zwar entweder aufgrund einer dogmatischen Beschreitung von Ephesus und Chalkedon oder in späterer Zeit durch die Aufhebung der kirchlichen Gemeinschaft zwischen den Patriarchen des Orients und dem römischen Stuhl. Mit dieser Unterscheidung bezieht sich das Konzil auf die geschichtliche Tatsache, dass vor dem großen Schisma in der Kirche zwischen Ost und West im 11. Jahrhundert im Orient bereits im 4. und 5. Jahrhundert Spaltungen stattgefunden haben, da einzelne kirchliche Gemeinschaften die christologischen Lehrentscheidungen der Konzilien von Ephesus im Jahre 431 und vor allem von Chalkedon im Jahre 451 nicht angenommen und sich deshalb von der Reichskirche getrennt haben. Zu diesen sogenannten orientalisch-orthodoxen Kirchen gehören die koptisch-orthodoxe Kirche von Alexandrien, die Patriarchate der armenisch-apostolischen Kirche mit Sitz in Etschmiadzin und dem Katholikat von Antelias, das syrisch-orthodoxe Patriarchat von Antiochia einschließlich der syrisch-orthodoxen malankarischen Kirche, die orthodoxen Tewaedo-Kirchen von Äthiopien und Eritrea und die orthodox-syrische malankarische Kirche. Da diese Kirchen das Konzil von Chalcedon, das vierte ökumenische Konzil, nicht akzeptiert und nicht rezipiert haben, werden sie auch die Kirchen der ersten drei ökumenischen Konzilien genannt, oder man unterscheidet zwischen den chalkedonischen Kirchen, zu denen gehören die orthodoxen Kirchen, die katholische Kirche und die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen einerseits und den nicht-chalkedonischen Kirchen andererseits. Bei den Spaltungen im 5. Jahrhundert haben gewiss auch politische Motive eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, zumal es im Rückblick auf die damalige Zeit nicht leicht ist, zwischen kirchlicher Glaubensverantwortung und Reichspolitik genau zu unterscheiden oder gar zu trennen. Der theologische Grund für die Spaltungen ist aber der Streit um die adäquate Formulierung des Christusbekenntnisses gewesen. Die Teilnehmer am Konzil von Chalkedon
haben sich nach einem langen theologischen Ringen für die Definition entschieden, dass Jesus Christus, da er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, eine Person in zwei Naturen ist, die als unvermischt und unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt werden. Diese Formel in zwei Naturen haben die vorkalkedonischen Kirchen dahingehend verstanden oder wohl eher missverstanden. Das Konzil würde von zwei Subjekten in Christus reden und vertrete dementsprechend eine Zwei-Söhne-Lehre. Um eine solche als Häresie wahrgenommene Lehre zu überwinden, sind sie der vor allem in Alexandrien lebendigen Glaubensüberzeugung treu geblieben, dass die eine göttliche Natur in Jesus von Nazareth Fleisch geworden ist. Und sie haben in der Folge betont, dass in Christus nicht zwei Naturen, sondern eine Natur gegeben ist. Über diese diophysitische zwei Naturen und miaphysitische Formeln und die in ihnen zugrunde liegenden Probleme, was unter Natur, Hypostasis, Prosopon und Persona genauer zu verstehen ist, sind heftige Auseinandersetzungen geführt worden, die schließlich zu Spaltungen in der Kirche geführt haben. Da es bei den Spaltungen im 5. Jahrhundert um das Christusbekenntnis und damit die innerste Mitte des christlichen Glaubens gegangen ist, versteht es sich von selbst, dass bei den beginnenden ökumenischen Gesprächen zwischen der katholischen Kirche und den orientalisch-orthodoxen Kirchen in erster Linie christologische Fragen zu behandeln gewesen sind. Die theologischen Dialoge haben dabei zu dem erfreulichen Ergebnis geführt, dass es sich bei den genannten christologischen Auseinandersetzungen im Wesentlichen auch um ein Sprachproblem gehandelt hat. Man hat verschiedene philosophische und theologische Begriffe von Person und Natur verwendet, im Grunde aber denselben kirchlichen Christusglauben bezeugen wollen. Bereits die erste Pro-Oriente-Konsultation, die im Jahre 1971 in Wien mit Vertretern der orientalisch-orthodoxen Kirchen stattgefunden hat und sich die Aufgabe vorgenommen hat, den großen Konflikt um das Konzil von Chalcedon zu analysieren und damit die belastende Vergangenheit aufzuarbeiten. Dies hat mit einem weitgehenden Konsens im Christusglauben und der Feststellung von Unterschieden in der theologischen Terminologie geendet. Dieser Konsens ist mit der sogenannten Wiener christologischen Formel zum Ausdruck gebracht worden, in der die Einheit von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus und zugleich deren Unterschiedenheit deutlich festgehalten worden sind, ohne dabei die in der Geschichte umstrittenen Fachtermini wie Physis, Hypostasis und Prosopon zu verwenden. Diese wichtigen ökumenischen Vorarbeiten haben die späteren offiziellen Dialoge und die auf sie folgenden christologischen Erklärungen zwischen dem Bischof von Rom und Oberhäuptern von verschiedenen orientalisch-orthodoxen Kirchen vorbereitet und ermöglicht. Besonders hervorheben möchte ich dabei bereits im Jahre 1984 die gemeinsame Erklärung von Papst Johannes Paul II. Und dem syrisch-orthodoxen Patriarchen von Antiochien und des ganzen Ostens, Ignatius Zak, dem ersten Ivas. In dieser gemeinsamen Erklärung haben die beiden hervorgehoben, dass es heute keine reale Grundlage mehr für die Trennungen und Schismen gibt, die als deren Folgen zwischen uns entstanden betreffend der Lehre der Inkarnation. Wörtlich heißt es in dieser Erklärung: In Worten und Leben bekennen wir die wahre Lehre bezüglich Christus, unserem Herrn, ungeachtet der Unterschiede in der Interpretation solcher Lehren, wie sie zur Zeit des Konzils von Chalcedon aufkamen. Auf diese gemeinsamen Erklärung aufbauend
haben beide Kirchenführer ein pastorales Abkommen mit der Ermöglichung des wechselseitigen Empfangs der Sakramente, der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung in Notsituationen unterzeichnet. Dieses Abkommen verdient dabei das Attribut historisch, weil zum ersten Mal in der Geschichte trotz weiter bestehender Kirchentrennung eine begrenzte Kommunikatio in sacris zwischen beiden Kirchen ermöglicht worden ist. Gemeinsame Erklärungen zu christologischen Differenzen und deren Überwindung in ökumenischen Dialogen hat der jeweilige Bischof von Rom auch mit anderen Kirchenführern vereinbart. Zu erinnern ist vor allem an die gemeinsame Erklärung von Papst Paul VI. Und dem koptisch-orthodoxen Patriarchen Jenuda III. Im Jahre 1971, an die gemeinsame Erklärung von Papst Johannes Paul II. Und des obersten Patriarchen und Katholikos aller Armenier Karekin I. im Jahre 1996 und an die gemeinsame Erklärung von Papst Johannes Paul II. Und dem Katholikos Aram I. von Kilikien im Jahre 1997. Mit diesen gemeinsamen Erklärungen, von denen es eine ganze Anzahl gibt, konnten nach mehr als 1500 Jahren nach dem Konzil von Chalcedon die christologischen Differenzen zwischen der katholischen Kirche und den orientalisch-orthodoxen Kirchen in offizieller Weise bereinigt werden. Damit freilich ist die Kirchen- und Eucharistiegemeinschaft noch nicht wiederhergestellt. Um das Erreichen dieses Ziels weiter vorzubereiten, ist im Jahre 2003 eine gemischte internationale Kommission zwischen der katholischen Kirche und den orientalisch-orthodoxen Kirchen begründet worden, in der alle diese orientalisch-orthodoxen Kirchen in einer Kommission präsent sind. Diese Kommission hat in der Zwischenzeit bereits zwei bedeutende Dokumente verabschiedet. Im ersten Dokument über Wesen, Verfassung und Sendung der Kirche konnte ein breiter Konsens über fundamentale ekklesiologische Prinzipien wie über das Mysterium der Kirche, das Bischofsamt in apostolischer Sukzession, Synodalität und Primat und über die Sendung der Kirche aufgezeigt werden. Und anschließend werden jene Themen benannt, die noch weitere Studien bedürfen. Im zweiten, im Jahre 2015 veröffentlichten Dokument über die Ausübung der Gemeinschaft im Leben der frühen Kirche und die Implikationen für die Suche nach Gemeinschaft heute wird die Natur der Beziehungen untersucht, die zwischen den Kirchen in der Periode vor den Spaltungen im 5. Jahrhundert bestanden haben. Und es wird gezeigt, dass die volle Gemeinschaft zwischen den Kirchen auf den folgenden 6 Feldern zum Ausdruck gebracht worden ist. Im Austausch von Briefen und Besuchen, auf Synoden und Konzilien, in Gebeten und anderen liturgischen Praktiken, in der Verehrung von gemeinsamen Heiligen und Märtyrern, in der Entwicklung des Mönchtums in allen Kirchen und bei Wallfahrten zu Heiligtümern in verschiedenen Kirchen. In der dritten Phase hat sich die Kommission vor allem Fragen der Sakramententheologie gewidmet und arbeitet momentan mit pandemischem Unterbruch, wie überall, an der Verabschiedung eines diesbezüglichen Dokuments. Danach wird sie sich mariologischen Fragen zuwenden, um anschließend mit der Bearbeitung der ekklesiologischen Probleme den Kirchen zu helfen, die Spaltungen zu überwinden und auf dem Weg zur eucharistischen Gemeinschaft einen wesentlichen Schritt weiterkommen zu können. Schließlich ist zu erwähnen, dass die assyrische Kirche des Ostens einen eigenen Weg gegangen ist, und zwar insofern, als sie nur das Konzil von Nicäa im Jahre 325
und das Konzil von Konstantinopel 381 rezipiert hat, nicht aber das Konzil von Ephesus im Jahre 431 und damit die auf diesem Konzil ausgesprochene Verurteilung des Nestorius für ungerechtfertigt hält. Da sie von den orientalisch-orthodoxen Kirchen als nestorianische Kirche und damit nicht als zu ihrer Kirchengemeinschaft zählend betrachtet wird, führen wir als katholische Kirche mit ihr einen eigenen bilateralen Dialog, der auf der christologischen Erklärung von Papst Johannes Paul II. Und dem Katholikos Patriarch Mardinka IV. Aus dem Jahre 1994 aufbauen kann. Diese Kirche hat übrigens ihren Sitz in Erbil im Irak. In dieser gemeinsamen Erklärung werden die Streitigkeiten in der Vergangenheit, die zu Anathematismen geführt haben, bedauert. Es wird eingestanden, dass die so entstandenen Spaltungen größtenteils auf Missverständnisse zurückzuführen waren. Und es wird festgestellt, dass wir uns heute geeint wissen im Bekenntnis des gleichen Glaubens an den Sohn Gottes, der Mensch wurde, damit wir durch seine Gnade Kinder Gottes werden können. Im Anschluss an diese christologische Erklärung ist von der Kommission ein gemeinsames Dokument über die Sakramente erarbeitet worden, das mit dem Titel Common Statement of Sacramental Life im Jahre 2017 unterzeichnet worden ist. In der sich anschließenden neuen Dialogphase beschäftigt sich die Kommission mit den Wesenseigenschaften der Kirche im Blick auf das liturgische, biblische und patristische Erbe der Kirche des Ostens. Wenden wir uns von daher dem Schisma in der Kirche zwischen Ost und West zu, das zumeist mit dem Jahre 1054 verbunden wird, als die gegenseitigen Exkommunikationen zwischen Rom und Konstantinopel ausgesprochen worden sind. Dabei handelt es sich freilich weniger um ein historisches als vielmehr um ein symbolisches Datum. Denn in der westlichen und östlichen Christenheit ist das Evangelium Jesu Christi eigentlich von Anfang an in einer unterschiedlichen Art und Weise aufgenommen und in verschiedenen Traditionen und kulturellen Ausformungen gelebt und weitergegeben worden. Mit diesen Unterschieden haben die kirchlichen Gemeinschaften im ersten Jahrtausend in Ost und West in der einen Kirche gelebt. Sie haben sich aber immer mehr voneinander entfremdet und konnten sich immer weniger verstehen. Es sind vor allem unterschiedliche Verstehensweisen und verschiedene Spiritualitäten gewesen, die zu einem großen Teil die Kirchenspaltung verursacht haben. Kardinal Walter Kasper hat dies auf die Kursformel gebracht. Die Christenheit hat sich nicht primär auseinander diskutiert und über unterschiedlichen Lehrformeln zerstritten, sondern auseinandergelebt. Angesichts dieser Entfremdungsprozesse, die nach der Trennung im zweiten Jahrtausend nochmals wesentlich vertieft worden sind, darf man es als bedeutenden Schritt würdigen, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts intensive Bemühungen um Verständigung und Versöhnung in der Kirche zwischen Ost und West unternommen worden sind. Deren Höhepunkt ist zweifellos das großartige Ereignis am 7. Dezember 1965 gewesen, als ein Tag vor Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Patriarchalkirche St. Georg im Fanar in Konstantinopel und in der Petersbasilika in Rom die gemeinsame Erklärung der höchsten Repräsentanten der beiden kirchlichen Gemeinschaften, des ökumenischen Patriarchen Athenagoras und von Papst Paul VI. Verlesen wurde. Mit dieser gemeinsamen Erklärung
sind die beiderseitigen Anathemata von 1054, Entschuldigung, das ist ein historischer Fehler, aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche entfernt worden. Ich weiß nicht, ob sie ungarisch noch falsch ist. 1954. Ein aufmerksamer Übersetzer. Sie wurden, diese Anathemata, aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche entfernt, damit sie für die Wiederannäherung in der Liebe kein Hindernis mehr darstellen können. Indem in dieser Weise die Exkommunikationen von 1054 dem historischen Vergessen überantwortet worden sind, ist zugleich erklärt worden, dass sie nicht mehr zum amtlichen Bestand der Kirchen gehören. Mit diesem Akt ist das Gift der Exkommunikation aus dem Organismus der Kirche gezogen und das Symbol der Spaltung durch das Symbol der Liebe ersetzt worden. Und er ist zum Ausgangspunkt für den ökumenischen Dialog der Liebe und der Wahrheit geworden. Der Dialog der Wahrheit, nämlich die theologische Bearbeitung der von der Vergangenheit her strittigen Fragen, wird von der gemischten internationalen Kommission für den theologischen Dialog zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche in ihrem Gesamt wahrgenommen. In dieser Kommission sind insgesamt 14 verschiedene orthodoxe Kirchen präsent, mit Ausnahme von Bulgarien. Die bulgarisch-orthodoxe Kirche nimmt leider an diesem Dialog nicht teil. Diese Kommission wurde im Jahre 1979 vom Papst Johannes Paul II. Und dem ökumenischen Patriarchen Demetrius I. ins Leben gerufen worden. Der theologische Dialog der Wahrheit kann von der erfreulichen Feststellung ausgehen, dass die katholische Kirche mit den orthodoxen Kirchen eine große gemeinsame Basis an Glaubensüberzeugungen teilt, zumal in beiden kirchlichen Gemeinschaften jenes ekklesiologische Grundgefüge erhalten geblieben ist, das sich seit dem 2. Jahrhundert herausgebildet hat, nämlich die sakramental-eucharistische und episkopale Grundstruktur der Kirche in dem Sinne, dass die Einheit in der Eucharistie und das Bischofsamt in apostolischer Sukzession als für das Kirchesein konstitutiv betrachtet werden, in beiden Kirchengemeinschaften. Diese große Gemeinsamkeit hat Papst Benedikt XVI. Mit den klaren Worten zum Ausdruck gebracht in der Begegnung mit orthodoxen Repräsentanten bei seiner Deutschlandreise in Freiburg im Breisgau. Ich zitiere: Unter den christlichen Kirchen und Gemeinschaften steht uns ohne Zweifel die Orthodoxie theologisch am nächsten. Katholiken und Orthodoxe haben die gleiche altkirchliche Struktur bewahrt. In diesem Sinne sind wir alle alte Kirche, die doch immer gegenwärtig und neu ist. Hier liegt denn auch der theologische Grund, dass die katholische Kirche die Kirchen des Ostens als echte Teilkirchen anerkennt und würdigt, selbst wenn sie nicht in verbindlicher Einheit mit dem Bischof von Rom leben. Dankeschön. Angesichts dieser erfreulichen Ausgangslage konnte sich der ökumenische Dialog zwischen den orthodoxen Kirchen und der katholischen Kirche zunächst auf die Konsolidierung des gemeinsamen Glaubensfundamentes konzentrieren. Dies gilt zumal für die erste Dekade des Dialogs in den Jahren 1980 bis 1990, in der auf verschiedenen Vollversammlungen der Kommission weitgehende Konvergenzen zwischen der orthodoxen und katholischen Theologie festgestellt und in der drei bedeutsamen Dokumenten veröffentlicht werden konnten, nämlich im Jahre 1982 über das Geheimnis der Kirche und der Eucharistie im Licht des Geheimnisses der göttlichen Dreifaltigkeit,
im Jahre 1987 über Glaube, Sakramente und Einheit der Kirche und im Jahre 1988 über das Weihesakrament in der sakramentalen Struktur der Kirche. Insbesondere die Bedeutung der apostolischen Sukzession für die Heiligung und die Einheit des Volkes Gottes. Mit dem letzten Dokument hat die Kommission in Aussicht genommen, dass sich der ökumenische Dialog inskünftig dem Thema des Primats widmen und im Sinne eines ersten Schrittes die theologischen und kanonischen Konsequenzen aus der sakramentalen Natur der Kirche, dabei vor allem die Frage nach den gegenseitigen Beziehungen zwischen Autorität und Konziliarität in der Kirche besprochen werden sollten. Dazu ist es leider nicht gekommen, weil in der zweiten Dekade in den Jahren 1990 bis 2000 die ökumenischen Gespräche immer schwieriger geworden sind und der theologische Dialog beinahe zum Erliegen gekommen ist. Ein wesentlicher Grund dafür lag in der neuen Situation, die nach der politischen Wende im Jahre 1989 eingetreten ist. Die politischen Veränderungen in Osteuropa haben dazu geführt, dass vor allem in der Ukraine, in Siebenbürgen und in Rumänien die katholischen Ostkirchen, die während der Diktatur unter Stalin in brutaler Weise verfolgt und der orthodoxen Kirche zugeschlagen worden sind, ein griechisch-katholischer Bischof hatte nur die Wahl, entweder Märtyrer zu werden oder orthodox zu werden. Und viele haben den Weg des Martyriums gewählt. Diese Ostkirchen sind nach der Wende aber wieder aus den Katakomben in das öffentliche Leben zurückgekehrt. Und sie haben sehr gut überlebt. Wenn ich mir manchmal vergleiche, wie die evangelischen Kirchen in der ehemaligen DDR den Kommunismus überlebt haben und wie es die griechisch-katholiken in Ukraine, Siebenbürgen, Transkarpatien, dann kann man einen großen Unterschied feststellen. Diese Entwicklung, dass diese katholischen Ostkirchen wieder an die Öffentlichkeit gekommen sind, hat auf orthodoxer Seite die alten Polemiken hinsichtlich von Uniatismus und Proselytismus wieder aufflammen lassen. Das hat zu einer dramatischen Verschlechterung der Dialogatmosphäre und zu einer Abänderung der vorgesehenen ökumenischen Traktandenliste geführt. Auf zwei Vollversammlungen der Kommission in Balamand in Libanon im Jahre 1993 und dem verabschiedeten Dokument der Uniatismus, seine überholte Unionsmethode und die derzeitige Suche nach der vollen Gemeinschaft und der Kommissionssitzung in Baltimore im Jahre 2000, schwierigsten zwei Sitzungen in der ganzen Geschichte, wurde versucht, eine Lösung des Uniatismus-Problems zu finden, was jedoch gescheitert ist, sodass von orthodoxer Seite die Kommissionsarbeit beendet wurde. Trotz einer langen Periode des theologischen Fortschritts hat der theologische Dialog wegen der Problematik des sogenannten Uniatismus Schiffbruch erlitten und erschien, was zumindest die Bewältigung dieses heiklen Problems betrifft, wieder am Nullpunkt angelangt zu sein. Es gehört zu den großen Verdiensten von Papst Benedikt XVI., dass es ihm gelungen ist, kurz nach Beginn seines Pontifikats in Zusammenarbeit mit dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus diese Kommission wieder ins Leben zurückzurufen. Den im Jahre 2000 abgebrochenen Dialog wieder aufzunehmen, sodass die gemischte internationale Kommission ihre Arbeit weiterführen konnte, und zwar mit der Verabschiedung des bedeutsamen Dokuments »Ekklesiologische und kanonische Konsequenzen der sakramentalen Natur der Kirche«
kirchliche Communio, Konziliarität, Autorität auf der Vollversammlung in Ravenna im Jahre 2007. In diesem Dokument wird eingehend dargelegt, dass Synodalität und Primatialität auf allen Ebenen des Lebens der Kirche wechselseitig voneinander abhängig sind und dass die Kirche auf allen Ebenen, regional, lokal, regional und universal, einen Protos, eine Kephalä braucht. Dass Katholiken und Orthodoxe dies zum ersten Mal gemeinsam erklären konnten, dass die Kirche auch auf der universalen Ebene einen Primat braucht, darf als Meilenstein im katholisch-orthodoxen Dialog gewürdigt werden. Abschließend bringt das Dokument von Ravenna die Überzeugung der Kommission zum Ausdruck, dass die dargebotenen Reflexionen über kirchliche Communio, Konziliarität und Autorität einen positiven und bedeutsamen Fortschritt in unserem Dialog darstellen und eine feste Basis für die künftige Diskussion über die Frage des Primats auf der universalen Ebene der Kirche liefern. Das Dokument hält aber auch fest, dass noch keine Einigkeit in der Interpretation der historischen Zeugnisse über die Vorrechte des Bischofs von Rom als Protos im ersten Jahrtausend besteht. In Ravenna ist deshalb der Plan gefasst worden, dass die Kommission auf dem theologischen Fundament des verabschiedeten Dokuments in einem nächsten Schritt in einer historischen Studie die Frage erörtern soll, welche Rolle der Bischof von Rom im ersten, in Ost und West gemeinsamen Jahrtausend gespielt hat, um in einem zweiten Schritt die unterschiedlichen Entwicklungen in Ost und West im zweiten Jahrtausend zu analysieren und in einem dritten Schritt ein gemeinsames Verständnis des Primats und seiner Praxis für das dritte Jahrtausend zu entwickeln. Nach einer längeren Phase und nach schwierigen Vollversammlungen konnte die Kommission erst im Jahre 2016 das sogenannte Chieti-Dokument mit dem Titel Synodalität und Primat im ersten Jahrtausend auf dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis im Dienst an der Einheit der Kirche verabschieden. Als nächste Aufgabe steht die Bearbeitung der Fortsetzung mit dem Thema Primat und Synodalität im zweiten Jahrtausend und heute an. Da während dieses Zeitraums, in dem die Christen im Osten wie im Westen zum überwiegenden Teil voneinander getrennt gelebt haben, in der Lehre und Praxis der Kirche auf katholischer und orthodoxer Seite besonders bedeutsame unterschiedliche Entwicklungen festzustellen sind, muss im neuen Dokument versucht werden, näher auf die Hintergründe und die Art und Weise des in den verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften gelebten Verhältnisses von Synodalität und Primat im zweiten Jahrtausend einzugehen, indem die geschichtlichen Daten mit theologischen Reflexionen beleuchtet werden. Anschließend wird sich die Kommission in der künftigen Arbeit dem Thema widmen, auf dem Weg zur Einheit im Glauben, theologische und kanonische Fragen. Dabei wird es darum gehen, in einem ersten Schritt zusammenzutragen, was im theologischen Dialog bereits geleistet worden ist, und in einem zweiten Schritt jene theologischen und kanonischen Fragen zu benennen, die noch gelöst werden müssen, um die Einheit im Glauben zwischen orthodoxer und katholischer Kirche zu finden, die den Weg öffnen wird zur eucharistischen Gemeinschaft. Überschattet ist der orthodox-katholische Dialog gegenwärtig von den tief liegenden Spannungen zwischen dem russisch-orthodoxen Patriarchat von Moskau und dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel zur Frage der Autokephalie der orthodoxen Kirche in der Ukraine. Da der Heilige Synod des Patriarchats von Moskau
Als Reaktion auf die diesbezüglichen Entscheidungen des ökumenischen Patriarchen Bartholomäus, das Verbot der Teilnahme von Vertretern des Patriarchats von Moskau an allen durch einen Bischof des ökumenischen Patriarchats co-präsidierten Kommissionen beschlossen hat, ist davon auch die gemischte internationale Kommission für den theologischen Dialog betroffen. Die russisch-orthodoxe Kirche nimmt nicht mehr an den Sitzungen unserer Kommission teil, weil sie auf orthodoxer Seite co-präsidiert wird von Erzbischof Job Grecha, einem Repräsentanten von Konstantinopel, und auf katholischer Seite von mir. Deshalb nimmt das russisch-orthodoxe Patriarchat nicht mehr teil. Die orthodoxen Kirchen haben aber festgelegt, dass die Abwesenheit einer oder mehrerer orthodoxen Kirchen nicht die gänzliche Aufhebung des Dialogs bedeuten kann. Und deshalb wird die Kommission mit ihrer Dialogarbeit freilich unter sehr erschwerten Bedingungen fortfahren. Der geraffte Überblick über die Geschichte der theologischen Arbeit in der Internationalen Kommission kann zeigen, dass es gegenwärtig noch unabsehbar ist, wann sie eine glaubwürdige und tragfähige Übereinkunft über den wunden Punkt, der bisher die Aufnahme von Kirchengemeinschaft verhindert hat, erreichen wird, nämlich über die Frage des Primats des Bischofs von Rom. Bei dieser Frage handelt es sich um ein schwieriges Problem, dem noch viel historische Erkundung und theologische Reflexionsarbeit gewidmet werden müssen. Angesichts dieser großen Herausforderung wird der theologische Dialog nur in die Zukunft führen, wenn die jeweiligen starken Seiten beider Kirchen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Und zwar in der Hoffnung auf Lernbereitschaft auf beiden Seiten und in der Bewährung des Grundprinzips des ökumenischen Dialogs, der im gegenseitigen Austausch von Gaben besteht, indem wir von den anderen lernen können. Die Stärke der orthodoxen Kirchen ist ihre Synodalität, weshalb Papst Franziskus immer wieder betont, die katholische Kirche habe im Dialog mit den orthodoxen Brüdern die Möglichkeit, etwas mehr über die Bedeutung der bischöflichen Kollegialität und ihre Erfahrung der Synodalität zu lernen. Im Spiegel der Tradition der orthodoxen Kirchen wird die katholische Kirche in der Tat eingestehen müssen, dass sie in ihrem Leben und in ihren ekklesialen Strukturen noch nicht jenes Maß an Synodalität ausgebildet hat, das theologisch möglich und notwendig wäre, und dass eine glaubwürdige Verbindung des primazial-hierarchischen Prinzips mit dem synodal-kommunialen Prinzip eine wesentliche Hilfe für die weitere ökumenische Gespräch mit der orthodoxen Kirche sein könnte. Die Verstärkung der Synodalität stellt jedenfalls einen wichtigen ökumenischen Beitrag der katholischen Kirche für eine mögliche Anerkennung des Primats dar. Für Papst Franziskus ist es evident, dass das katholische Engagement, eine synodale Kirche aufzubauen, reich an Auswirkungen auf die Ökumene ist und auch eine neue Sicht über den Primat des Bischofs von Rom ermöglicht. In seiner berühmt gewordenen Rede beim 50-Jahr-Jubiläum der Einführung der Bischofssynode hat Papst Franziskus betont: Ich bin überzeugt, dass in einer synodalen Kirche auch die Ausübung des petrinischen Primats besser geklärt werden kann. Der Papst steht nicht allein über der Kirche, sondern er steht in ihr als Getaufter unter den Getauften, im Bischofskollegium als Bischof unter den Bischöfen und ist als Nachfolger des Apostels Petrus zugleich berufen, die Kirche von Rom zu leiten, die in der Liebe allen Kirchen vorsteht. Von den orthodoxen Kirchen
wird man auf der anderen Seite erwarten dürfen. Hier kann ich jetzt nicht affirmativ, sondern nur optativ reden, was ich hoffe. Man sollte von ihr erwarten dürfen, dass sie im ökumenischen Dialog lernen, dass ein Primat auch auf der universalen Ebene der Kirche nicht nur möglich, sondern theologisch legitim und notwendig ist. Sie sollten einsehen, dass die innerorthodoxen Spannungen und Konflikte, die vor allem bei der Heiligen und Großen Synode von Kreta im Jahre 2016 deutlich zum Ausdruck gekommen sind, es nahelegen, auch auf der universalen Ebene der Kirche über ein Amt der Einheit nachzudenken. Und ich hoffe, dass es zur Einsicht kommt, dass dies nicht im Gegensatz zu einer eucharistischen Ekklesiologie steht, sondern mit ihr kompatibel ist. So wie es der orthodoxe Metropolit und der ehemalige Co-Präsident der Gemischten Internationalen Kommission, John de Lizioulas, immer wieder in Erinnerung gerufen hat. Den orthodoxen Kirchen ist ebenso die Einsicht zuzumuten, dass ein solches Amt der Einheit mehr sein muss als ein reiner Ehrenprimat, sondern auch rechtliche Elemente einschließt. Dass der Papst Erster untergleichen ist, das würde auch die Orthodoxie ohne weiteres anerkennen. Denn sie anerkennt, dass auf der universalen Ebene der Bischof von Rom der Protos ist, wie es bereits im Konzil von Nicea festgelegt ist. In katholischer Sicht ist der Bischof von Rom ebenfalls Erster, aber er hat als solcher spezifische Funktionen und Aufgaben. Doch auch in katholischer Sicht darf der Primat des Bischofs von Rom nicht allein als eine juridische und schon gar nicht als eine rein äußerliche Zutat zur eucharistischen Ekklesiologie betrachtet werden, sondern als in der eucharistischen Ekklesiologie selbst begründet. Denn die Kirche ist letztlich zu verstehen als ein weltweites Netz von Eucharistiegemeinschaften. Und eine solche Kirche braucht auf der universalen Ebene einen vollmächtigen Dienst an der Einheit. Der Dienst des Bischofs von Rom ist deshalb zutiefst von der Eucharistie her zu verstehen, nämlich als Primat in der Liebe im eucharistischen Sinn, der in der Kirche um eine Einheit besorgt ist, die eucharistische Gemeinschaft ermöglicht und schützt und glaubwürdig und wirksam verhindert, dass ein Altar gegen einen anderen Altar gestellt wird. Von daher muss der Liebesdienst des Bischofs von Rom aber auch ein mit jurisdiktionellen Mitteln ausgestatteter Dienst sein, welcher nicht über die Kirche herrscht, sondern mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Einheit zu wahren vermag und damit diesem Liebensbund Bestand gibt. Wir müssen auch immer wieder daran erinnern, dass in den ersten Jahrhunderten der Kaiser eine führende Rolle gehabt hat. Er hat Konzilien einberufen, er hat den Vorsitz gehabt und hat sie abgeschlossen. Wir haben keinen Kaiser mehr. Und ich glaube, niemand wünscht sich einen. Dann braucht es aber jemand, der diese Aufgaben übernehmen kann. Wenn in diesem Sinn die Stärken der orthodoxen und der katholischen Kirche miteinander ins ökumenische Gespräch gebracht werden, könnte die Entwicklung einer glaubwürdigen theologischen Synthese von Primat und Synodalität eine weiterführende Etappe auf dem Weg zur Einheit sein. Ein solcher ökumenischer Austausch der Gaben zwischen Ost und West könnte sich auch in noch grundlegenderen theologischen Fragen als fruchtbar erweisen. Ich möchte das abschließend aber nur an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn man die dreibändige Dogmatik des rumänisch-orthodoxen Theologen Dumitru Staniloa aufschlägt, findet man nach dem ersten Teil, der der orthodoxen Lehre von Gott gewidmet ist,
Für den zweiten Teil die Überschrift: Die Welt als Werk der Liebe Gottes, dazu bestimmt, vergöttlicht zu werden. Dieser Teil ist seinerseits untergliedert in erstens die Schöpfung der sichtbaren Welt und zweitens die Erschaffung der unsichtbaren Welt. Stanilue ist sich dabei bewusst, dass er sich mit diesem Ansatz von der westlichen Tradition unterscheidet, wenn er festhält: In der abendländischen Theologie gab es des Öfteren Bestrebungen, die Erlösung des Menschen von der Natur zu trennen. Das morgenländische Christentum hat beide nie voneinander getrennt. In der Tat ist in der westlichen Tradition, vor allem in der Neuzeit, die kosmische Dimension des christlichen Glaubens und theologischen Denkens weithin aus dem Bewusstsein entschwunden und durch eine starke Anthropozentrik ersetzt worden. Wohl deshalb steht in der westlichen Tradition, in der Christologie, seit längerer Zeit bis heute die Frage nach dem historischen Jesus im Vordergrund, während in der orthodoxen Theologie nach wie vor eine kosmische Christologie vertreten wird, und zwar in treuer Erbschaft zur altkirchlichen Christologie. Noch deutlicher zeigt sich mir der Unterschied im theologischen Verständnis des Gottesdienstes. In der westlichen Tradition liegt in der liturgischen Praxis und in der Liturgiewissenschaft der Akzent weitgehend auf der Versammlung der Gemeinde und folglich auch auf der Frage, wie die Liturgie zu gestalten ist, sodass sie dem Glaubensbewusstsein der Gemeinde entspricht. Im Unterschied zu dieser forcierten Konzentration der Liturgie auf die Gemeindeperspektive wird die Liturgie in der ostkirchlichen Tradition immer auch und sogar prioritär als ein kosmisches Geschehen verstanden. Und zwar in dem Sinne, dass die Liturgie vor allem der Eucharistie den eschatologischen Lobgesang des ganzen Kosmos vorwegnimmt und die himmlische Liturgie bereits in die irdische Liturgie hineinragt und in ihr gegenwärtig ist, sodass sich Himmel und Erde berühren. Im ostkirchlichen Verständnis ist Liturgie sehr viel mehr als die Zusammenkunft einer mehr oder weniger großen Gemeinschaft von Menschen. Sie wird vielmehr in die Weite des Kosmos hineingefeiert. Sie umgreift Geschichte und Schöpfung zugleich und macht die Wand zwischen der irdischen und der himmlischen Liturgie durchsichtig. Vor allem die Feier der Eucharistie wird nicht einfach in einem historischen Rückblick auf das letzte Abendmahl verstanden, sondern im eschatologischen Vorausblick auch und vor allem als Vorwegfeier der eschatologischen Vollendung des Kosmos und der himmlischen Verherrlichung Gottes. Nur auf diesem Hintergrund des ostkirchlichen Liturgieverständnisses kann man, um nur ein Beispiel zu nennen, die in den orthodoxen Kirchen selbstverständliche Ostrichtung des liturgischen Betens und Feierns in adäquater Weise verstehen und würdigen. Denn in der östlichen Tradition wird die gemeinsame Ausrichtung der Gemeinde und des Priesters auf den Osten hin als kosmisches Symbol für den wiederkommenden Christus verstanden. Die Frage der Zelebrationsrichtung ist deshalb in erster Linie mit einer christologisch-ekklesiologischen Botschaft verbunden und nicht, wie bei uns, mit einer ekklesiologischen. Müssen nicht auch wir Christen im Westen diese kosmische Dimension des Glaubens und des theologischen Denkens neu entdecken und uns von der orthodoxen Theologie bereichern lassen? Vor allem Papst Benedikt XVI. Hat in der Revitalisierung der kosmischen Dimension der Liturgie ein zentrales Element einer neuen liturgischen Bewegung auch in der katholischen Kirche betrachtet. Ich zitiere: Die christliche Liturgie ist ein kosmisches Ereignis. Die Schöpfung betet mit.
Wir beten mit der Schöpfung und dabei öffnet sich zugleich der Weg auf die neue Schöpfung hin, auf die alle Kreatur wartet. Dies gilt zumal in der heutigen Zeit, in der wir uns um die bedrohte Schöpfung berechtigte Sorge machen. Denn auf die ökologische Herausforderung müssen wir Christen eine Antwort aus der Kernmitte des christlichen Glaubens heraus geben und nicht einfach dadurch, dass wir ein bisschen grüner werden. Zugleich will dieses Beispiel eines theologisch-ökumenischen Austausches der Gaben verdeutlichen, dass solche gegenseitige Lernbereitschaft notwendig ist, damit Katholiken und Orthodoxe auf dem Weg der Wiedergewinnung der einen und ungeteilten Kirche in Ost und West vorankommen, die ihre Sinnbestimmung in der Wiederaufnahme der Eucharistiegemeinschaft finden muss. So hat es der ökumenische Patriarch Athenagoras bereits im Jahre 1968 in einem Telegramm an Papst Paul VI. So formuliert: Die Stunde des christlichen Mutes ist gekommen. Wir lieben einander, wir bekennen den gleichen gemeinsamen Glauben. Machen wir uns zusammen auf den Weg vor die Herrlichkeit des gemeinsamen heiligen Altars, um den Willen des Herrn zu erfüllen, damit die Kirche strahlt, damit die Welt glaubt und der Friede Gottes auf alle kommt. Daran mitwirken zu dürfen, dass dieser Weg, der vor über 50 Jahren so verheißungsvoll begonnen hat, sein Ziel in der eucharistischen Agape finden kann, ist eine schwere Verpflichtung, in erster Linie aber eine große Gnade. Denn der Dialog der Wahrheit und der Liebe dient dem großen Ziel des Wiedergewinnens der einen und ungeteilten Kirche in Ost und West, die ihren höchsten Ausdruck in der Wiederaufnahme der eucharistischen Gemeinschaft finden muss und finden wird. Wie in der frühen Kirche das Wort Liebe, Agape, auch und besonders das Geheimnis der Eucharistie, in der die Liebe Christi zu seiner Kirche besonders intensiv erfahren wird, bezeichnet, so muss auch heute dort, wo Agape in einem ernsthaften Sinn als ekklesiale Realität gegeben ist, sie, um glaubwürdig sein zu können, auch zu eucharistischer Agape werden. Herzlichen Dank. Merci bien, votre conférence si profonde qui touche nous, qui nous sommes la majorité ici orientale, catholique, mais ce langage vraiment nous sens que c'est le nôtre. À ce moment-là, nous voulons que nous connaissions le Seigneur de l'éloignement, que nous sommes tous ici, nous sommes tous keleti rétusúak, a katolikus egyházon belül is, már köszöntjük az ortodox atyát is a körünkben, és érezzük ennek a mélységét, amely hát ugye bennünket is közvetlenül megérint. Sok kérdés van bennem, de én már sokat beszélgettem Biboros úrral, és nem akarom elvenni a lehetőséget, hogyha vannak itt a jelenlévők közül, akik szeretnének kérdezni, már látom is, hogy van. Megkérem Görföl Tibort, akinek ezúton mondunk nagy-nagy köszönetet a fordítás elkészítésért és az egész találkozó előkészítésért. Köszönjük szépen, Tibor. Akinek kérdése van, lívja már rögtön jelentkezett, ő lesz az első. Megkérem, hogy jöjjön ide ki, mondja el magyarul a kérdést, tehát nem németül, hogy mindenki hallhassa, és aztán majd Tibor fordítja. Nem, mondd el, hogy ők is hallják, és akkor...
Hogyan láthatnánk a nyugati és a keleti egyházak közti eltéréseket lehetőségként ahhoz, hogy Jézus tanítását a maga teljességében megérthessük? Von dem Unterschied zwischen ihnen, zwischen der Lehre vom Ost und West, ist eine Möglichkeit zu einem bereicherten Verständnis der Lehre Kirche und Christi aufgefasst werden. Also Unterschiede aus Bereicherung. Ja. Ja, ich denke sehr, dass das der ganze Austausch zwischen Ost und West kann eine Hilfe sein zu einer tieferen Sicht und zu einer gemeinsamen Sicht in allen Bereichen. Ich habe jetzt vor allem von der Liturgie gesprochen, aber dahinter steht natürlich auch eine gemeinsame Sicht von Jesus Christus. Die kosmische Liturgie impliziert ja auch eine kosmische Christologie. Im Westen haben wir vor allem eine historische Christologie. Die Frage nach dem historischen Jesus hat diese ganze kosmische Christologie, wie wir sie in den Gefangenschaftsbriefen im Neuen Testament bereits in sehr schöner Weise haben, vergessen lassen. Da können wir uns durchaus bereichern. Und die ersten Konzilien, die christologische Konzilien gewesen sind, sind uns ja allen gemeinsam. So haben wir ein gemeinsames Fundament. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert a keleti és a nyugati különbségek valóban minden területen hozzájárulhatnak a kölcsönös gazdagodáshoz. Csak egyetlen példát említettem, a liturgiának és az eukarisztiának a kérdését, de ez is, és általában is a különbségek egy tágabb horizonton helyezkednek el, a krisztológiának a horizontján, az új szövetség fogságban írt levelei egy kozmikus krisztológiának a képét tárják elég, amiket a történeti érdeklődésű nyugat kissé háttérbe szorított, az első zsinatok még ennek az átfogó krisztológiának a szintjén álltak, és ez az egység továbbra is a kölcsönös gazdagodás egyében rendelkezésünkre. Mit lát a legkönnyebb és mit a legnehezebb feladatnak az egyházak közötti kölcsönös megértés érdekében, és mit tehetnek ezért a hívek? Was sehen Sie als einfachsten und was als schwierigsten Aufgabe zum gegenseitigen Verstehen zwischen beiden Kirchen? Was ist die einfachste und was ist die schwierigste Aufgabe? Was können die Gläubigen, also die Basis dazu beigetragen? Das Einfachste ist leider manchmal das Schwierigste. Wir haben im Grunde genommen alles gemeinsam zwischen der Orthodoxie und der katholischen Kirche. Die große Frage ist die Frage des Verhältnisses von Synodalität und Primat. Wir haben im Grunde genommen ja dieselbe Ekklesiologie. Wie ich angetönt habe, die sakramental-eucharistische Ekklesiologie und die episkopale Grundstruktur der Kirche, das ist die Einheit in der Eucharistie und das Bischofsamt in apostolischer Sukzession zu konstitutiv zum Sein der Kirche gehört. Das ist eine tiefe gemeinsame Überzeugung. Das ist uns gemeinsam. Wie sich das ausbildet, wie das dann auf der universalen Ebene sich darstellt, die orthodoxen Kirchen anerkennen den Primat des Bischofs von Rom. Weil in der orthodoxen Theologie gibt es eine sogenannte Taxis, eine Reihenfolge der Bischofssitze. Das ist Rom, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien, Jerusalem. Und dann geht es weiter mit den neu entstandenen Kirchen. Von daher ist es klar, Rom ist der erste Sitz. Welche Bedeutung das dann hat und welche Aufgaben dem Bischof von Rom in einer zukünftigen Einheit zukommen, das ist die große Frage. Und die können wir Katholiken nicht allein lösen. Die können wir nur gemeinsam, indem wir Das schaffe ich schon.
A legegyszerűbb kérdések sokszor a legnehezebb kérdések. Ezt említettem, hogy a katolikusok és az ortodoxok hite szinte mindenben megegyezik egymással. Főként az egyháztan területén elismerjük a szentségi struktúrának és az apostoli folytonosságon alapuló püspöki struktúrának az egyház lényegi részeként való felfogását. Az ortodoxok elismerik a római pápának a primátusát, és az ortodox egyházokban egy taxis, egy rend van a patriarkátusok között, az első Róma, második Konstantinápol, Alexandria, Antiochia és Jeruzsálem. A kérdés csak az, hogy ez a fajta elsőbség, ez hogyan fog artikulálódni a közös, egységes tudatunkban, és hogy a primátusnak és a szinodalitásnak a viszonya hogyan fog alakulni a jövőben. Das wird die große Aufgabe unserer zukünftigen Arbeit in der Kommission sein, etwas auszuarbeiten, wie der Primat in der katholischen Kirche geführt werden könnte für die wiedergewonnene Einheit und damit eine Antwort zu geben auf die Einladung, die schon Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika über den Ökumenismus ut Unum Sint 1995 er alle christlichen Kirchen eingeladen hat, mit ihm in einen Dialog einzutreten, um eine neue Praxis des Bischofs, des Primats, des Bischofs von Rom zu finden, die dem Wesen dieses Amtes nicht widerspricht, aber die für alle Christen akzeptabel sein könnte. Darüber müssen wir noch viel nachdenken und eine Lösung finden, die für Orthodoxe und Katholiken gemeinsam möglich ist. Was können Gläubige dazu beitragen? Ich glaube vor allem dreierlei. Erstens, dass sie für diese Einheit beten. Wir können arbeiten, aber die Einheit schaffen wir nie. Wir Menschen können Spaltungen produzieren. Das zeigt die Geschichte und leider auch die Gegenwart. Die Einheit ist immer ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und die beste Vorbereitung, dieses Geschenk des Heiligen Geistes zu empfangen, ist das Gebet. Und das Zweite, einander kennenlernen. Wir haben uns zwischen Ost und West kulturell entfremdet. Und haben uns deshalb nicht mehr verstanden und so ist es zur Spaltung gekommen. Also braucht es ein gegenseitiges, besseres Kennenlernen, um zu verstehen, warum ist der Orthodoxe so, warum feiert der Gottesdienst so, warum ist der Katholik und die anderen Denominationen im Westen, warum glauben sie so, warum feiern sie so Liturgie, und hin und wieder auch an einer solchen Liturgie teilzunehmen. Denn der Orthodoxe ist am intimsten orthodox in der Liturgie, viel mehr als in der Theologie. Auch der Katholik. Nicht? Ja, das Dritte kommt nachher. Gut. Das Dritte ist die grundlegende Voraussetzung, dass wir uns gegenseitig als Christen anerkennen und uns die Orthodoxie nicht wechselseitig absprechen. Ich erlebe das halt immer wieder, dass mir orthodoxe Christen sagen, ja, ihr seid halt heretisch. Und das deutlichste Kennzeichen, dass wir Heretiker sind, ist, dass wir nicht miteinander beten können. Nicht einmal das Vaterunser mit einzelnen orthodoxen Christen, weil es einen altkirchlichen Kanon gibt, dass man mit Heretikern nicht gemeinsam beten kann. Nicht? Wenn wir uns nicht gegenseitig als Christen authentisch anerkennen, gibt es keinen Fortschritt, sondern nur, wenn wir uns gegenseitig in der Grundsubstanz als Christen anerkennen und einander besser kennenlernen in den verschiedenen Gestalten, in denen wir geworden sind. Und da, glaube ich, können die Gläubigen sehr viel dazu beitragen. Ami a római pápa primátusát illeti, 1995-ben II. János Pál az Unum Sint kezdetű enciklikájában arra kérte az összes keresztény egyházat, hogy vegyenek részt vele együtt a római
püspök szolgáltanak újragondolásában, hogy alakítsuk ki a primátus olyan gyakorlását és felfogását, ami megfelel a lényegének, de az összes többi egyház számára is elfogadhatóbb az eddigieknél. Hogy mit tehetnek az egyszerű hívek, a keresztények egységét, három dolgot szeretnék említeni. Az első az, hogy imádkozzunk érte. Mi emberek nagyon könnyen meg tudjuk tenni azt, hogy szakadásokat hozunk létre, de az egység, a helyreállítás az mindig Istennek a műve, eznek az ajándéknak az előkészítésében a legjobb, hogyha imádkozunk érte. A második, hogyha megismerjük egymást, megpróbáljuk megérteni egymást, megpróbáljuk megérteni azt, hogy miért olyan az ortodox Isten tisztelet, amilyen, és az ortodoxok is megpróbálják megérteni, miért olyan a nyugati Isten tisztelet, amilyen. Harmadsorban pedig, amit tehetünk, az az, hogy nem vitatjuk egymásnak az ortodoxiáját és a kereszténységét, hanem ezt elfogadjuk egymással szemben kölcsönösen. Az ortodoxia elismerésének a hiánya még abban is megakadályoz bennünket, hogy akár a mi atyánkot közösen imádkozunk, és ez nem maradhat így tartósan. Elsősorban szeretném megköszönni a méreható előadását Bíboros úrnak. Az első kérdésem arról szólna, hogy mennyiben látja megoldásnak azt, hogyha mondjuk egy úgynevezett pátriárkai szinódus, egy testület vezetné majd mondjuk az egyházat a jövőben, amelyben mégis a római pápa, mindenkori pápa elnökölne, és így ezáltal a szinodalitás is, és a primátusnak a kérdése is valamilyen módon akár megoldható lenne. Wäre es eine Lösung für die Einheit, wenn die Kirche als von einer synodalen Struktur mit dem Bischof von Rom als Präsident geführt wäre? Also eine synodale Struktur mit einem Präsidenten, wäre das eine Lösung für die Einheit? Másik kérdésem pedig arról szólna, hogy a ökumenikus egység az nem inkább egy eszkatológikus kép, amelyre talán majd csak a végidőben kaphatunk majd egyfajta megoldás, feloldozást, ahogy azt Szolovjov is leírta egy művébe, az Antikrisztusba. Bár igaz, ez egy irodalmi mű, de mégis elég érdekes képet fest egy esetleges ökumenikus egységről. Und die zweite Frage lautet, ist die ökumenische Einheit vielleicht nur eine eschatologische Wirklichkeit? Wladimir Solovyov, der russische Theologe, spricht über eine fast diabolische ökumenische Einheit in der Geschichte. Ja. Also ob es nur eschatologisch verwirklicht wird. Ich müsste noch zunächst zurückfragen, wenn Sie sagen, eine synodale Leitung mit dem Papst, meinen Sie eine synodale Struktur oder eine kollegiale? Ist nicht dasselbe. Synodale Struktur, das ist durchaus möglich. Kollegiale Struktur würde heißen, dass, wenn ich Sie richtig verstehe, sonst müssen Sie mich korrigieren, dass es auf der obersten Leitung ein Kollegium gäbe und einer hat den Vorsitz, so wie der Schweizer Bundesrat. Das sind so 7 Bundesräte und einer ist Präsident. Er hatte so gesagt, ein Kollegium der Patriarchen, ja, mit dem Papst als Präsidenten. Er hat es so gedacht. Das kann man sich durchaus vorstellen, dass der Papst ein solches Gremium hat. Aber ich glaube, es gehört zu den Grundüberzeugungen der christlichen Kirche, dass es eine kommunale Verantwortung gibt und immer auch eine personale Verantwortung. Nicht? Die personale Verantwortung ist auf der lokalen Ebene der Pfarrer, auf der regionalen Ebene der Bischof. Und ich bin überzeugt, dass es auch auf der universalen Ebene eine solche personale Kephalä gibt. Dass der Papst das mit allen Patriarchen bespricht, das ist durchaus möglich. Das haben die Päpste auch früher getan, nicht? Bevor
Papst Pius XII das Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel erklärt hat, hat er die ganze Kirche befragt. Alle Bischöfe, alle theologischen Fakultäten. Das ist durchaus möglich. Er muss es nicht in dieser Weise tun. Er könnte die Patriarchen um sich sammeln, die Frage durchbesprechen. Aber ich denke, einer muss nachher entscheiden können. Ich möchte nicht dasselbe in einem universalen ökumenischen Konzil erleben, was ich 2016 in Kreta erlebt habe. Das möchte ich nicht. Und deshalb denke ich, muss die Orthodoxie intensiv darüber nachdenken, ob es in ihren Strukturen auch einen Primat auf universaler Ebene geben kann. Das ist ein großer Streit. Moskau lehnt das kategorisch ab. Es darf auf der universalen Ebene theologisch keinen Primat geben. Andere orthodoxen Kirchen sind da viel, viel offener. Aber ich glaube nicht, dass wir zu einer Verständigung zwischen Ost und West kommen, ohne diese theologische Frage auch der personalen Verantwortung auf der universalen Ebene zu klären. Meg kell különböztetnünk a szinodális, illetve a kommuniális egyház kormányzati formákat. A szinodális kormányzatnak önmagában mivel semmi akadálya nem lenne, hogy a Róma püspökkel, a pátriárkákkal közösen, de mint fejként vezetni az egyházat. Számomra nagyon fontos az, hogy az egyház minden szintjén legyen személyes hivatalviselő, aki felelősséget vállal az adott szint. Ez a helyi szinten a parókus plébános, regionális szinten a püspök, egyetemes szinten pedig a pápa. És az ortodox nyugati egység szempontjából az a döntő kérdés, hogy teológiai szempontból elismerjük-e azt, hogy személyes vezető létezik egyetemes szinten. Keleten erre néhány patriárkátus nyitott, Moszkva ezt kategóriálisan elutasítja a teológiai okokból, de én nem szeretném megélni azt, hogy egy olyan zsinat folyjon katolikus egyházban, amely úgy zajlik, mint ahogy a krétai 2016-ban. Wie diese Aufgabe und Funktion des Bischofs von Rom denn aussehen würde, das kann man nicht am Reißbrett formulieren. Ganz sicher nicht in der Form, wie er sie jetzt in der katholischen Kirche, in der lateinischen Kirche ausübt. Das hat Papst Johannes Paul II. Schon deutlich gesehen, hat er mal gesagt, ich verstehe die Orthodoxen nicht, dass sie so Angst vor mir haben. Ich will doch in denen nicht hereinregieren. Ich habe doch genug mit dem eigenen Laden. Nicht? Und auch Papst Benedikt und Franziskus haben sich in diese Richtung geäußert, dass diese Form noch gefunden werden muss. Aber ich bin überzeugt, es braucht so etwas wie eine personale Letztverantwortung. Da müssen wir uns halt auch Rechenschaft darüber geben, was eigentlich Synodalität heißt. Wir reden heute von Synodalität und haben meistens im Hinterkopf Parlamentarismus, Demokratie. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Demokratie ist das Verfahren zur Ermittlung von Mehrheiten. Synodalität ist das Ringen miteinander so lange, bis keine mehr zur Überzeugung kommt, dass etwas dem Glauben widerspricht. Synodalität ist ein Krampf. Demokratie verglichen damit ein Kinderspiel. Und ich glaube, da müssen wir uns des Ernstes der Synodalität auch bewusst sein. Und dann sehen wir auch, dass Synodalität und Primat nur zusammen gelingen. Synodalität allein und Primat allein wird nicht gelingen, sondern nur, wenn es zu einem organischen Zusammenklingen von Synodalität und Primat kommt. Die benediktinische Tradition kann uns da auch helfen, wie wir zu einer sinnvollen Form kommen könnten. Hat er noch eine zweite Frage? Weiß ich nicht. Ja.
Ettől még nem tudjuk meg azt, hogy a primátus gyakorlása konkrétan milyen formát ölt, hanem második János Pál gyakran beszélt, hogy nem értem, hogy az ortodoxok miért félnek tőle mennyire. Én nem akarok beleavatkozni az ügyeibe, van éppen elég dolgom a saját házam táján is, és Benedek pápa és Ferenc pápa ugyanebben a szellemben folytatta a párbeszédet. Az is nagy kérdés, hogy mit jelent egyáltalán a szinodalitás. Sokszor arra gondolunk, hogy a szinodalitás az a parlamentarizmusnak és a demokráciának a megfelelője, de ez nem így van. A demokrácia az mindig egy többségi vélemény kialakítását célozza, a szinodalitás pedig egy konszenzusnak a kialakítását. Ezért a szinodalitáshoz képest a demokrácia gyerekjáték, de azt kell figyelembe vennünk, hogy a primátus és a szinodalitás csak együtt működhet, önmagában véve egyik sem állja meg a helyét, és ezzel kapcsolatban Bencés hagyománynak komoly tanúságai vannak. Minden bizonyos sok kérdés volna még, amelyeket hát keressük a megoldást, a választ egymás között is beszélgetve, a szakértőket is megkérdezve. Je suis convaincu qu'il y aura encore beaucoup de questions, mais je suggère de trouver les solutions entre nous en conversation ou bien on peut faire formuler les questions pour les experts. Hát nagyon szépen köszönjük a jelenlétet. Alors, à la fin, je voudrais remercier votre présence. Présenter de petits cadeaux de notre église gréco-catholique. Il y a un livre qui présente un petit peu de l'histoire et des trésors de notre l'église gréco-catholique. Je voudrais vous conseiller. Et aussi, c'est aussi présent. Et puis, nous avons un bel sanctuaire, Maria Puig. La prochaine fois, nous voudrions inviter son éminence aussi dans ce sanctuaire Maria Puig, c'est l'icône miraculeuse de cette, notre centre spirituel de gréco-catholique en Hongrie. Egy könyvet adtam át Biboros úrnak, amely a mi görögkatolikus egyházunk életét, történetét és kincseit mutatja be, illetve hát a jól ismert Maria Puig ikonunkat. Merci bien. Merci. Herzlichen Dank für diese schönen Geschenke. Ich wünsche der griechisch-katholischen Kirche alles Gute und Gottes Segen. Und ich danke Ihnen, dass Sie am Schluss ein wunderbares Beispiel der personalen Verantwortung gegeben haben. Wahrscheinlich wären wir um 9 Uhr nicht noch da, wenn nicht einer entscheiden würde. Jetzt ist fertig. Nagyon köszönöm a meghívást, minden jót kívánok, Isten áldását a görögkatolikus egyháznak, és nagyon örülök, hogy a személyes felelősségvállalásra példát mutatott, hiszen egy valakinek döntenie kell, és ezért vagyunk itt mindannyian. Fejezzük be egy közös imádsággal. Első hangon, ezért az első hangon énekeljük a valóban méltót. Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságos tészeplőt ellent, és a mi Istenünknek anyját, ki a kerubaknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Isten az égét, sérülés nélkül szülte, téged valóságos Isten szülő, maga asztalunk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Befejezésre jó hírem van, Miboros úr nem ad házi feladatot, úgyhogy nem kell feladatokat ellátni. Jó nyaralást kívánok mindenkinek. A nyár után szeptemberben újra találkozunk. Dicsőség Istennek. Je donne, donc, vous me donnez.